willkommen zu einer Frühlingsausgabe von Cook for Life, Kochen fürs Leben. Und wenn ich schon sage Frühling und Frühjahr, dann ist natürlich hier mein Hauptdarsteller, der Spargel, auf jeden Fall gefragt. Und den werden wir heute zubereiten. Das ist jetzt in dem Moment ein grüner Spargel. Und wir machen heute eine Spargelpfanne mit, wie kann es anders sein, bei uns hier selbstgemachten Bandnudeln. Die sind schneller gemacht, als man denkt. Und dazu gibt es noch, wenn ihr mögt, Garnelen oder in meinem Fall sind es Tiefseekrabben. Die könnt ihr aber auch weglassen, wenn ihr es vegetarisch mögt. Ja, und dann würde ich sagen, folgt mir, dass ich euch die Zutaten präsentiere. Für unsere Nudeln brauchen wir 300 Gramm Dinkelmehl in unserem Fall. Ihr könnt aber normales Mehl aufnehmen und 3 Eier. Die sind sogar so frisch, guck mal. Ja, mehr braucht es zu den Nudeln nicht, ehrlich nicht. Für unsere Soße brauchen wir eine Zwiebel, die habe ich jetzt schon mal in kleine Brunoise geschnitten. Dann einen Knoblauch, den ihr so in ganz, ganz kleine, ich zeige jetzt mal, Würfelchen schneidet. Ich habe das jetzt schon mal gemacht, dass ihr mir nicht da dauernd zugucken müsst. Dann braucht ihr frische Chili. Wenn ihr keine frische Chili habt, könnt ihr natürlich auch ohne Probleme Chili-Pulver nehmen, um da ein bisschen Schärfe dazu zu bringen. Das ist überhaupt kein Thema, kann man machen. Aufgegossen wird das Ganze dann mit 250 Milliliter Gemüsebrühe. Immer das schöne Wort Milliliter, gell? Dann ein bisschen Schlagsahne. Dann ein bisschen Curry noch für die Schärfe. Und natürlich, wenn ihr mögt, Krabben. In meinem Fall sind es Garnelen, Pazifikgarnelen. Ihr müsst es aber nicht machen, das könnt ihr auch weglassen. Und am Ende kommt noch ein bisschen Topping hinzu mit frisch geriebenem Käse. Und natürlich unser Hauptdarsteller, der darf nicht fehlen. Das ist in dem Moment unser frischer grüner Spargel. Und der kommt aus Deutschland. Ich habe mir das extra nochmal sagen lassen, dass das ja kein Spargel ist, der irgendwie aus Chile oder was weiß ich was kommt. Also nichts gegen Chile. Aber ihr wisst ja, je frischer, je besser. Und in diesem Fall warten wir eben einfach darauf, dass unser Spargel dann auch wirklich Spargel ist, der von hier kommt, von uns kommt. Und dann haben wir da auch gar keine Gewissensbisse. Weil einfach ist so, Spargelzeit ist Spargelzeit, Erdbeerzeit ist Erdbeerzeit. Und ich brauche im Dezember genauso wenig Erdbeeren wie im Oktober Spargel. Für eure Pasta braucht ihr, ich habe ja gesagt, es ist einfacher als man denkt, 300 Gramm Mehl und 3 Eier, weil es gibt ja immer diese italienische Regel, pro 100 Gramm Mehl einfach ein Ei und aus die Maus. Mehr brauchst du für gute italienische Pasta überhaupt nicht. Da kommt nicht einmal Salz rein, denn das Salz, das kommt dann am Ende durch das Nudelwasser. So, jetzt nehmt ihr eure Hände und formt daraus jetzt einen richtig schönen Teig. Wenn ihr merkt, aha, der ist noch zu nass, und dann könnt ihr einfach ein bisschen Mehl zugeben. Aber wie gesagt, erstmal ein bisschen abwarten, bevor euch der zu trocken wird, der Teig. Einfach so mit den Händen einen schönen Teig formen. Das dauert ein bisschen. Und wie gesagt, nicht aufgeben und gleich sagen, oh, da muss jetzt gleich Mehl hinzu. Ja, sondern erstmal warten, erstmal ein bisschen kneten und dann merkt ihr, aha, ist zu trocken oder ist nicht zu trocken. So, also mein Teig, der ist jetzt wunderbar geworden. Der ist nicht mehr zu trocken. Wichtig ist, dass er eben geschmeidig ist und dass er nicht mehr an den Händen klebt. Denn ihr wollt es ja ausrollen und wollt dann daraus Pasta machen. Also insofern, so geschmeidig sollte der sein. Ja, am besten, ihr nehmt euch hier, ich habe da so ein Lochblech, gebt ein sauberes Küchentuch drüber, ein Geschirrtuch, weil da werden unsere Nudeln quasi zwischengelagert. So, und jetzt nichts einfacher als Pasta zu machen. Ihr braucht eine saubere Oberfläche, nehmt euch einen Teil des Teiges, bemehlt, wenn ihr merkt, aha, es pappt doch ein bisschen, ich habe hier noch ein bisschen übrig von meiner Schüssel. Bemehlt die Oberfläche. So, und dann
geht ihr einfach her und rollt es so dünn, wie es nur irgendwie geht, aus. Möglichst dünn. Ihr wollt ja hier keine Riesennudeln haben. Und wenn ihr merkt, es klebt, dann einfach ein bisschen Mehl oben drüber. So. Und dann schön ausrollen, ganz, ganz dünn. Gibt ja Leute, ich habe da jetzt eine Sendung gesehen, ich verrate nicht wo, da haben sie auch Pasta gemacht. Da haben die ohne Witz wirklich, sind die hergegangen und haben einen Besenstiel aufgehängt, einen Besenstiel mitten in der Küche, damit man die Pasta dann da aufhängen kann. Also Leute, das hat die Oma auch nicht gemacht. So, also wie gesagt, ganz dünn ausrollen. Und dann, am besten geht das mit so einem Pizzaschneider. Und dann schneidet ihr euch, wie ihr sie haben wollt, dicker oder dünner. Meine müssen jetzt gar nicht so dünn sein. Eure Nudeln zurecht. Geht natürlich mit dem Messer auch. So, und dann... Guck mal, wie schön, ne? Und das geht ihr jetzt einfach so auf das Küchentuch. Ich zeige euch das auch mal gleich, dass ihr das seht, dass die nicht aneinander kleben. So. Und so hat es die Oma auch gemacht. Und so macht ihr es im Prinzip jetzt wirklich mit dem gesamten Teig. So, und guckt euch unsere schöne Pasta an. Wichtig ist nur, wie gesagt, dass sie nicht zusammen kleben. Und wenn es so ist, dann ja, ein bisschen auseinander machen. Mehr braucht es für eine gute Pasta nicht. Und die könnt ihr auch mehrere Tage aufheben. Auch kein Problem. Nur wenn ihr sie mehrere Tage aufhebt, dann ein bisschen auseinander machen, dass sie wirklich nicht zusammenkleben. Und was ihr jetzt gleich machen könnt, ich zeige euch das. Ihr könnt einen Topf Wasser aufstellen mit reichlich Salzwasser. Also das werde ich jetzt schon mal machen. Ich habe da ordentlich Salzwasser rein. 2-3 Esslöffel oder sogar 4. Weil wir ja keinen Salz in der Pasta haben. Und dann kommt es eben durch das Salzwasser. Und das könnt ihr jetzt schon aufgießen. Also wie gesagt, einen großen Topf nehmen für Pasta, zur Hälfte füllen mit Salzwasser. Und da kann das jetzt schon kochen. Das geht nämlich wirklich ratzfatz. Dann können wir nämlich unseren Spargel dann schon bearbeiten. Und ich zeige euch auch wie. Da das grüner Spargel ist, müsst ihr den gar nicht groß schälen. Nur das Einzige, unten die Köpfchen ein bisschen abschneiden, ja. Aber das ist so weich hier, das braucht ihr gar nicht schälen. Also wie gesagt, Köpfchen abschneiden. Ich demonstriere das mal bei 2-3 Stück. So. Wenn es halt ein bisschen holzig ist, dann kann man da durchaus mal ein bisschen abschälen. Das macht ihr dann mit einem Spargelschäler. Oder könnt es auch ganz, ganz sanft mit einem Messerchen machen. So. Eben dieses, wenn es wirklich ein bisschen holzig sein sollte, aber das ist nicht holzig. Ich will es nochmal demonstrieren, dass ihr das wisst, wie man das macht. So, dann, ich mache das jetzt mal hier an diesen 2 Spargeln. Ihr könnt es natürlich dann auch gleich mit allen Spargeln machen. Wichtig ist, dass die Köpfchen hier oben abgemacht werden, denn die kommen später in die Pfanne. So, und dann schneidet ihr einfach hier solche, wie ihr die vielleicht auch kennt, vom Restaurant solche Rauten, die ungefähr so sind. Ja. So kennt man die im Restaurant. Und so schneidet ihr den ganzen Spargel schön in Rauten. Wenn so ein dickes ist, das könnt ihr auch mal so durch die Hälfte machen, dass die auch schnell gar werden. Ja, wir nehmen ein bisschen Butterschmalz, nicht zu viel. Wir machen ja keine Schnitzel oder etwas Öl. Und geben erstmal volle Pulle, und wenn dann, meine Schülerinnen und Schüler wissen das dann schon, wenn das Fett heiß ist, dann auf jeden Fall zurück mit der Temperatur auf 2/3. Wenn unser Fett heiß ist, dann unsere Zwiebeln einfach ein bisschen glasig andünsten. So, mehr braucht es dazu gar nicht. Dann könnt ihr euren Spargel, außer die Köpfchen, die kommen später rein, auch dazu geben, schön anbraten. Euren Knoblauch auch dazu. Der kommt immer ein bisschen später dazu.
weil er sonst sehr, sehr schnell schwarz wird und dann habt ihr keinen guten Knoblauchgeschmack mehr, sondern einfach nur bitter. Das riecht jetzt schon lecker. Und dann gießt ihr einfach mit eurer Gemüsebrühe, bevor alles anbrennt, auf. Nicht gleich alles. Und wie gesagt, ein bisschen zurück mit der Temperatur. Ja, und das lasst ihr jetzt mal ein bisschen schmoren. Wenn ihr einen Deckel habt für die Pfanne, manche Pfannen haben keinen Deckel, dann einfach ein bisschen Deckel drauf und ein bisschen schmoren lassen, dass der Spargel auch weich wird. Und ich zeige euch derweil, wie mit der Chili umzugehen ist. Oder mit den Chilis. Also, Köpfchen abschneiden vorne und hinten. Ihr wundert euch bestimmt, jetzt die Chili einfach durch die Mitte schneiden. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich jetzt Handschuhe anhabe. Das hat folgenden Grund. Das ist schon eine scharfe Chili und die habe ich schon ein paar Tage. Und wer immer schon mal Chili bearbeitet hat, die von der schärferen Kategorie sind, wird merken oder wird wissen, dass man dann wunderschön 3 Tage lang sich nicht in die Augen reiben darf. So, was mache ich jetzt gerade? Ich fahre da so mit dem Messerrücken durch die Chili und sorge dafür, dass die Kerne, die mega, mega scharf sind, einfach rausgehen. So, dann, ich habe ja die Chili in die Hälfte geschnitten. Jetzt schneide ich die nochmal durch die Hälfte. So, und hier auch nochmal durch die Hälfte. Und deswegen habe ich, wie gesagt, Handschuhe an, weil ich habe da keine Lust, dann 3 Tage lang mir die Augen zu reiben, sondern ich habe einfach Lust auf gutes Essen. So, und dann schneiden wir die Chili ganz, ganz, ganz klein. Und mit unserer Chili ab in die Soße. Und eure Garnelen, wenn ihr denn welche reintun wollt, könnt ihr jetzt natürlich auch reintun. Und last but not least kommt jetzt eure Pasta, die braucht nämlich wirklich nicht lange, ins heiße Wasser. Die ist in 3 Minuten fertig. So, dann bleibt euch nichts anderes übrig. Ihr nehmt einfach die tropfnasse Pasta und gebt die da so schön rein in eure Soße. Wer mag, kann ein bisschen Curry dazu tun. Das passt immer. Und am Ende könnt ihr sozusagen als Finishing ein bisschen Käse dazu reiben. Entweder Parmesan oder Bergkäse, das ist euch selbst überlassen. Ja Leute, ich finde, es sieht spektakulär aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Das Rezept gibt es wie immer unter www.cookforlife.de. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Ich wünsche euch guten Appetit und bis bald. Ciao.